Ist das der Beginn einer neuen Ära beim FC Hansa Rostock? Es klingt wie ein schöner Traum, aber er könnte tatsächlich in Erfüllung gehen. Dann könnte die Hansa-Kogge wieder in Geld schwimmen. Denn es steht ein Investor bereit. Bedingung ist allerdings, dass der sagt, ihr müsst die Profiabteilung ausgliedern. Und das wird jetzt am kommenden Wochenende entschieden. Beim HSV ist das ja schon alles passiert, nach jahrelanger Diskussion. Bei Rostock muss das ratzfatz gehen. Wir berichten da nächsten Sonntag darüber. Jetzt aber über das Spiel vom Tage in Osnabrück. Denn auch sportlich ist Hansa noch nicht ganz gerettet. Thorsten Reinke berichtet. Der Rahmen stimmt. Über 1000 Hansa-Fans in Osnabrück wollen dem Abstiegsgespenst ordentlich eins auswischen. Aber dann das. Das Spiel hat kaum angefangen. Kanchiora mit einer Flanke aus dem Bilderbuch des schönen Fußballs. Und dann Alvarez durch die Hosenträger. Sowas von frech. 1:0 nach 4 Minuten. Achtung, Achtung, Achtung. Perfekt gestanden. Was über links geht, geht auch über rechts. Kanchiora und Alspiel rettet und macht es gleichzeitig gefährlich. Danach Rostock. Mit dem Wunsch, Ausgleich. Bickel ganz fein mit Außenriss. Aber Spurlier verpasst den Ausgleich nach 32 Minuten. Das Spiel kippt. Hansa, angetrieben durch Weidlich. Und dann Ikeng. Es bleibt beim 1:0 für Osnabrück zur Halbzeit. Es ist Dampf im Spiel, das auch Ruhepausen hat. Zweite Hälfte. Rostocks Trainer Baumann will was erklären, plötzlich ein Blick. Das ist passiert. 56. Minute, Wenger, das Sensationelle, die Latte hält. Eine Minute später wieder Trainergefühle. Deswegen. Zweimal Lattendusel für Hansa innerhalb von nur 2 Minuten. Rostock braucht noch einen Sieg zum Klassenerhalt. Der VfL möchte gut raus aus der Saison. Hansa im Vorwärtsgang. Wieder Spurlier. Das wär's gewesen. Und dann noch ein dickes Ding. 75. Minute, Ziemer auf Jakobs und dann das. Achtung. Einmal zupfen und schwupp im Strafraum. Einfach nochmal im vollen Lauf. Ein Elfmeterpfiff wäre hier okay gewesen. So muss Hansa am Ende eine Niederlage erklären. Knie schlottern vor Abstiegsangst. Bei mir gar nicht. Also wie Sie sehen, die sind relativ ruhig, die Beine. Wir haben nächste Woche in Stuttgart wieder das alles selber in der Hand. Und werden dann probieren, in Stuttgart den Dreier zu holen. Am Ende Osnabrück in Jubelpose. Für Rostock heißt es, nachsitzen. Auf zum nächsten Abstiegsduell ins Schwabenland.